Hi und herzlich willkommen zurück bei Space Engineers. Wir haben in der letzten Folge hier die notwendigsten Sachen abgeschlossen. Unser Lander sitzt hier oben drauf und wird jetzt betankt. Das funktioniert. Hier drüben ist unser Mining-Schiff, unser Mining-Rover oder Ice-Mining-Rover, um es genau zu sein, angedockt und verarbeitet hier das Eis. Da hinten steht unser großes Schiff. Hier oben steht unser netter Freund, der Miner drauf hier für den Planeten. Und ich würde hier oben gerne noch irgendwelche Sachen bauen. Und das heißt, ich muss jetzt mal gucken, dass ich das hier noch irgendwie ein bisschen anders verbinde. Ich schau mal ganz kurz. Hier unten haben wir derzeit sehr, sehr viele Sachen drin. Okay, da müssen wir gleich nochmal schauen. Wie kriege ich das jetzt hier angebunden noch? Ich will irgendwo oben auf dieser Plattform bauen. Ja, das wäre natürlich ganz praktisch, wenn ich hier oben irgendwo so ein Bauteil hätte, dass ich hier... Oh, okay, also ich mache mal Folgendes. Ich baue hier noch eine Plattform ein, sodass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und dann muss ich gucken, dass ich den Komponentenbehälter hier irgendwo noch nach oben ziehe. So. Damit wir hier direkt auf die Komponenten zugreifen könnten. Weil ich will ja die Produktion direkt von hier anstoßen können. Das geht auch aus dem Schiff raus, wird dann hier hochtransportiert. Das klappt ja sehr gut, habe ich mit dem Frachtcontainer unten ausprobiert und hat funktioniert. Und jetzt muss ich das hier noch nach oben bringen. Und gucken wir mal, wie kriegen wir das jetzt hin? Wir könnten da vorne hinsetzen, wir könnten ihn aber auch hier irgendwo hinbringen. Ich mach mal Folgendes. Hoppala. So, einmal da drauf. Und wir schmeißen jetzt hier Förderbänder an. Förderleitung. Ich hau mal hier 10 Stück in die Montage rein. Ich habe hier noch diese Container und solange das baut, kann ich ja hier mal eine Reihe einfach schweißen. Ich mache das mal lieber von oben, dann verbrauche ich kein Hydrogen. Genau, lauf hier einmal rüber. In der Zwischenzeit sollten unten ja die Sachen entsprechend gebaut werden. Und hier soll es sein, dass ich einen Transporter baue, der... Ja, was soll er am Ende transportieren? Erze? Erze wäre natürlich ganz praktisch. So, wie viel habe ich noch? Kann ich noch eine Runde gehen? Ja, dann laufe ich noch einmal zurück. Die Frage, ob wir hier noch mehr Landeplattformen haben wollen, außer die beiden. Weiß ich nicht. So, dadurch, dass wir unseren Schweißer ja umgebaut haben, ne, zu einem Mining-Schiff, muss ich jetzt hier selber ran. Okay, das ist einmal fertig. Kann ich hier unten hingehen. Hab jetzt hier, genau, anderen Teile. Was ist hier? Der produziert noch. Dann kann ich ja hier auch ein bisschen was fertig schweißen auf den Ebenen. Ist ja auch ganz gut hier oben. Das läuft da nach hinten. Passt auch. Was haben wir hier noch drin? Okay. Ziehe ich hier noch eine kleine Runde weiter. So. Super, das passt erstmal. Ich mache hier vorne vielleicht noch mal diesen kleinen Abschluss. So. Wie viel haben wir noch? Okay, dann können wir hier vielleicht noch dieses kleine Stück fertig machen. Macht ja auch mal wieder Spaß, ein bisschen per Hand zu schweißen. Zack. Wir wollen es aber auch nicht übertreiben. Machen wir noch den ein. Super. So, passt erstmal für mich. Und wir gehen hier nach hinten. Ich guck mal hier rein. Sieht so aus, dass hier die ersten Sachen fertig werden. Okay. Und dann ist ja jetzt die Frage, wie ich das Ganze hier entsprechend verkabel, wollte ich sagen, oder verbinde mit diesen Förderteilen. Mal.
haben wir hier schon mal eine Abbiegung rein. So. Haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vielleicht noch eins weiter. Eins weiter ist besser. 6. Ist das? 7. 8, 9, 10. Ich glaube, das haben wir zu viel gebaut. Jetzt gucken wir mal. Sollte hier alles durch sein. Ich brauche noch, sagen wir mal, 3 und vielleicht eins davon. Also 8 Container, ein und Förderbänder. 1, 2, 3. So, dann kann ich die Sachen hier fertig schrauben. Okay. Gut. Und hier würde ja dann der Frachtcontainer reinkommen, den ich jetzt hier... Doch, den kann ich bauen. Ich habe noch anscheinend noch welche von den Röhren hier übrig, ja? Okay, super. Ah. Schau ich mal kurz. Es fehlt mir hier ein bisschen interne Panzerung. Interessant. Nehme ich die Sachen hier nochmal raus. Lieg hier einmal hoch. 1, 2, 3. Was ist mit dem hier? Der will jetzt nicht mehr, oder was? Haben wir jetzt irgendwo die Sachen hier verloren? Oder? Ah, hier sind sie rein. Ah, in der Produktion sind auch noch welche. Okay, dann lassen wir die noch kurz fertig produzieren. Und dann muss ich das Teil umbenennen, sodass die Sachen dann da nach oben wandern. Ist aber gleich durch, genau. Jetzt alle Sachen durch. Ne, hier sind noch welche drin unten. Jetzt sind sie raus. Kann sie hier mitnehmen. Hier nach oben fliegen. Und jetzt schaue ich mal, wie viele habe ich noch. Eins weiter könnte ich noch gehen. Dann machen wir das doch. Hier ist genau die Mitte. Frachtcontainer sitzt da. Die Nummer 8. Hier kommt das hin. Das wird einmal gedreht. Zack. Super, dann kann man das zusammenschrauben. Hier oben den Frachtcontainer verbinden. Hier einmal noch das Stück schließen und dann ich mal kurz. Trollfeld. Komponenten. Das Teil brauche ich dann gleich. Okay, gehe hier drauf. Benenne den um. Das jetzt schon funktioniert. Ich glaube, jetzt habe ich es weg. Doch, hat funktioniert. So, Frachtcontainer. Ach ne, so rum. Komponenten. Ich jetzt einmal den. Und den. Hoppala. Den schmeiße ich raus. Okay. So, jetzt sollte er funktionieren. Ich kann die Sachen hier oben bauen. Und wir können jetzt hier anfangen mit einem Fahrwerk. Ja, wenn es geht, ein kleines Fahrwerk. Bau das mal. Hier ist genügend Platz. Bau das mal hier nach außen. So. Produktion. Fahrwerk. Sollte das hierher wandern. Hier machen wir mal die paar Stahlplatten noch fertig, so dass das hier ein bisschen befestigt ausschaut. Produktion. Genau, hier kommen jetzt die Sachen rein. Wunderbar. Kann das Fahrwerk fertig schrauben. Guck mal kurz. 200 habe ich noch, das ist okay. Und jetzt kann ich hier so einen kleinen Arm mal bauen. Okay. Gut, was braucht denn so ein Transporter? Natürlich ein Cockpit und Frachtcontainer auf jeden Fall.
Ich guck mal kurz, kann ich hier auch große Frachtcontainer ransetzen? Ah ja, das würde sogar gehen. Ich würde hier gerne mal einen Gelb nehmen. So. Und die. Das ist nur auf der einen Seite den Ausgang dafür. Mal kurz schauen. Okay. Erstmal haue ich mir hier Frachtcontainer. Acht. Container groß. In dem haue ich mir hier zwei Frachtcontainer hin. So. Jetzt gucke ich das nochmal nach. Wenn ich es richtig sehe. Eins. Denn nur ein Ausgang da lang. Das heißt, ich muss hier den Ausgang wahrscheinlich dann irgendwie so verbinden. Weil ich will die Frachtcontainer miteinander verbinden und unten habe ich dann auch einen. Und den anderen könnte ich für oben setzen. Okay, das finde ich eigentlich ganz cool. Wieso haben wir das hier drüben bei unserem Flieger nicht so gebaut? Bei dem Mining-Flieger, das wäre ja praktischer gewesen. Weiß ich gerade nicht. Müssen wir dann noch umbauen. Okay, Produktion läuft gerade hier rein. Wunderbar. So, Nummer 8. Jetzt können wir das erste schon bauen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Könnte das natürlich jetzt auch noch so bauen, dass, wartet mal, einer nach oben zeigt, einer nach unten und einer nach hinten. So. Mal. Kurz prüfen. Einer nach oben, einer nach unten und einer nach hinten. Perfekt. Dann habe ich noch einen zweiten Frachtcontainer, den ich brauche, der dann hier hinten rankommt. Mal 8. Hier ist jetzt die Frage, hier könnte ich einen nach hinten setzen. So. Und einen nach oben. Mal kurz gucken. Okay. So würde das passen. Lad mir hier wieder die Sachen raus, beziehungsweise hau hier gleich mal noch was rein. Einen Verbinder werde ich nämlich brauchen. Stopp. Brauch den Verbinder von hier. Kann mir hier die Sachen rausfischen. So, dann gucke ich mal kurz, wie viel Laderaum. Der hat 15.000. Dann hüpfe ich mal hier in den Kollegen rein. No fuel. Mich hier jetzt auf den Hydrogentank eigentlich. Ich weiß wieder nicht, welcher Hydrogentank das ist hier. Mich dahin. Und hier komme ich. Ah, weil ich oben dran bin. Nee, weil ich im Cockpit sitze, ne? Okay. Ich wollte ja was anderes gucken. Ich wollte eigentlich gucken, wie viel hier in so einen Container passt. 3000 irgendwas. Das heißt, hiermit haben wir schon deutlich mehr Container. Okay. Dann brauche ich ein Cockpit. Ich könnte einerseits dieses Cockpit hier nehmen. Haben wir da vorne die Anschlüsse? Okay. Und ich hätte natürlich auch noch dieses Cockpit zur Auswahl. Dann habe ich die Anschlüsse auch da rechts. Also Fakt ist, ich brauche einen von diesen Förderbändern. Das Teil. Hier müsste jetzt aber ja mein Verbinder schon drin liegen. Genau. 7. Verbinder. Hier unten dran. Ja. Möchte der eigentlich nicht da oben sitzen? Ist aber auch nicht schlimm, wenn er da oben sitzt. Könnt ihn aber auch noch umbauen. Zeigt er nach vorne. Macht auch keinen Sinn. Okay. Passt. So, jetzt schaue ich nochmal kurz. Ich brauche auf jeden Fall, was habe ich gesagt? Produktion, ein Förderbandteil, so ein. Zieh mir das hier raus. Und wir bauen den einmal daran. So, passt. Genau, und dann könnte ich jetzt gucken. Wir haben einerseits dieses Cockpit. Ist cool. Mal kurz, das würde jetzt hier oben rüber reichen. Hier unten hätten wir noch ein bisschen Platz.
Oder lieber das andere Cockpit. Das ist ja eigentlich... Ja, wir müssen ja nicht immer das verwenden. Auch ganz praktisch. No fuel. Das macht schon so mehr Sinn, oder? Unten habe ich ein bisschen Platz. Okay, also, hoppala, nicht runterfallen. Immer noch das Problem mit meinem Hydrogen, ne? Okay, also, ich baue jetzt erstmal Produktion, Cockpit, hier einmal dieses Cockpit zusammen. Flieg mal kurz hier rüber zu unserem Schiff. Wo ist denn der Eingang hier? Achso, andere Seite. Hier vorne will ich hin. Okay. Hüpfen hier einmal rein. Dann hier kurz ein bisschen auffüllen. Genau, und jetzt würde ich hier nochmal gucken. Hydrogentanks. Kann ich ja auch die nehmen, ne? Genau. Zack, zack, zack. Die sind gerade alle leer. Das Mist. Produktion. Ne, hier Kontrollfeld. Hydrogen. Hydrogentank 1 würde ich jetzt mal vielleicht Vorrat stellen. Ah! Okay, ich habe jetzt das Problem, dass die nicht ausgeglichen sind. Ah, das Mist. Aber sollte der denn nicht auch gleich gefüllt werden? Wartet mal, hier ist, wird doch noch Eis verarbeitet. Hydrogentank 1. Hier im Hydrogentank 1, ich nenne ihn mal 1A. 1A. Da ist eine Flasche reinhaue. Okay. 1A steht. Sollte ich vielleicht Flaschen auffüllen noch reinhauen? So. Jetzt ist okay. Jetzt kann ich die Flaschen hier reinpacken. Die füllen sich auf. Okay. Dann sollte ich den anderen Hydrogentank hier wieder rausnehmen. Hydrogen an der. Vorrat aus. Okay. Jetzt sind hier die Hydrogenflaschen drin. Super. So habe ich es mir vorgestellt. Dann fliege ich einmal zurück und wir schnappen uns hier die Sachen fürs Cockpit. Produktion. So. Ich kann das einmal fertig machen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo sind hier die Anschlüsse? Da oben. Mhm. Gucken wir mal kurz. Hier passt ja nichts ran. Wir könnten also von da 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Ohne Förderbänder. 1, 2, 3 und 1 davon. Können wir das verbinden? Wir können hier später noch vielleicht ein Gyroskop ransetzen oder so. Das Gefühl. Hält mir ganz gut. Hier an der Seite kommen dann die Triebwerke ran. Mhm. Irgendwo muss ich noch Batterien ransetzen. Gucken wir mal kurz. Okay. Atmosphärentriebwerke. Hier am besten gleich die großen. Gucken wir mal. Würden dann so ausschauen. Gut. Könnte am Ende aber noch Sachen für rechts und links auch brauchen. Müssen wir auch nochmal gucken. Was ich auf jeden Fall noch brauche, ist eine Fernsteuerung. Die baue ich mal gleich. Fernsteuerung und Antenne. Ja. Kann mir hier die Sachen rausschnappen, die ich für das Teil hier benötige. Und zwar... Ups. So. Ja. 1, 2. Hey. So. Dann ist das Ganze hier entsprechend verbunden. Super. Passt so ran. Hier sitzt mir irgendwie ein bisschen hoch, das Teil, oder? Nicht praktischer, wenn es ein Stück weiter unten sitzen würde. Ich will mal kurz was ausprobieren. Ja, eigentlich schon.
Okay. Wir müssen das nochmal abschrauben. Ist aber nicht so schlimm. Schrauben das hier auch einmal ab. Hoppala. Nicht so weit, wenn es geht. Da habe ich jetzt auch gleich noch den Frachtcontainer platt gemacht. So. Dann kommt hier noch der Kollege drüber. E-Cockpit. Genau, das Cockpit. So, kann ich darauf ziehen. Hoppala. Jetzt sitzt ja gar nicht richtig. Das war jetzt irgendwie ganz falsch gesetzt. Falsche Taste. Gott. Was mache ich denn hier? Ah, jetzt habe ich die Taste ausgeschaltet hier. So ist richtig, oder? Wartet mal. Ja, so rum ist richtig. Ah, okay. Hier unten muss noch ein Teil zum Anhängen drunter. Okay. So. Okay, besser. Und dann kann ich hier die Verbinder ransetzen wieder. Na, komm schon. So, ich setze erstmal die ran, auch wenn vielleicht später die anderen sogar besser wären. Gucke ich mir noch an. Erstmal hier die Verbindung. Okay, sitzt. Passt. Hier habe ich jetzt Fernsteuerung. Fernsteuerung. Und was war das andere? Antenne. Ja, okay. So. Und zwar die Fernsteuerung. Das ist jetzt wichtig, muss genau mittig, zack, auf unserem Verbinder sitzen. Weil dann kriege ich es am Ende auch hin, dass wir automatisch docken. Das ist immer so ein bisschen kompliziert. Aber wenn es genau mittig drüber sitzt, kriegen wir das hin. So, hier hinter setze ich jetzt einfach mal, oder hier vorne natürlich auch, das Teil draufsetzen. So, die Antenne dahin. Dann lass uns doch einfach mal ein paar Gyroskope bauen. Produktion. Gyroskop. 1, 2. Dann brauche ich Batterien und Triebwerke. Guck mal, wenn ich hier das erste Triebwerk ransetze, dann würde das da noch eins hinter sitzen. Auch nicht schlecht. Ich könnte aber hier natürlich auch eine Batterie ransetzen. So. Hier das nämlich auch ein bisschen gefüllt. Würde, glaube ich, gar nicht so blöd aussehen. Wenn wir hier eine Batterie so ranpacken. Allerdings kommen hier außen so große Triebwerke ran. Mal gucken, wie viele Triebwerke habe ich hier bei dem Kollegen verbaut? 3. Okay, da muss ich hier also deutlich mehr bauen. Zum Beispiel so setze. Okay. 1, 2, 3. Okay. Würde gehen. Gut. Okay, okay. Hinten habe ich den Anschluss jetzt hingebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich den da brauche. Ich könnte das auch nochmal drehen. Dann wäre der oben. Aber oben habe ich ja auch den anderen. Ich überlege gerade, ob das Sinn an. Nö. Ich würde erstmal 1, 2, 3 Triebwerken. Ich hau mal hier von den Triebwerken welche rein. Atmosphärentriebwerke. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das sind jetzt die großen. Verdammt. Stopp, 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 stopp. Und den hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Ich habe doch aber eigentlich hier auch noch Gyroskope drin, oder? Ich nehme mal kurz hier die Sachen raus. So, Gyroskop. Kann ich nämlich wunderbar hier zwischenpacken. Gucken, so rum. 1, 2. Okay. Dann kommen hier nämlich die Batterien ran. 1. Na, komm schon.
1 und 2. Das war so auf der Höhe, ne? Ja, okay. Oh, sieht gut aus. Dass der genau da drüber ist, nervt mich jetzt ein bisschen, aber gut. Mal kurz noch nach den Atmosphärentriebwerken. So. Wenn ich die jetzt hier drüber setzen sollte, könnte... Krieg sie da nicht richtig rüber, ne? Nee. Könnte aber Folgendes machen. Ich könnte die hier ein bisschen mit so einem Abstand bauen. Von der Höhe würden die ja da auch reichen. Hier nach vorne habe ich jetzt aber keinen Platz mehr, ne? Da sitzt der, okay. Ja. So, dann hatte ich hier... Wie breit ist das hier hinten? Ich könnte das so bauen. Wird das auch noch... Das ergibt aber alles nicht so richtig Sinn. Okay. Okay, ich könnte das so bauen. Dann hätte ich hier noch die Möglichkeit, ein weiteres Triebwerk anzubringen. So, wie breit sind diese Triebwerke? 1, 2, 3. Okay. Und die Idee ist... Oh, das passt sogar. Hier oben... 1, 2, 3. Hier dann die anderen Triebwerke raufzusetzen. Wenn wir das so etwa bauen, dann haben wir rechts, links. Brauche ich aber immer noch vorn und hinten. Hinten könnte ich natürlich hier rüber irgendwie machen. Und vorn hätte ich hier natürlich die Möglichkeit... Warte mal, wenn ich das hier rausnehme. Vielleicht die Möglichkeit, die hier raufzusetzen. Und so zu machen. Okay, wartet mal. 1... 2, dann passt die Antenne doch wieder drauf. Hier kommen die rauf. 1, 2. Okay, die passen jetzt hier noch nicht ganz. Muss ich nur gucken, wie ich das mit rechts und links noch mache. Aber die Idee ist quasi, dass 1 und 2 wäre ja dann hier etwa. Ich? Ja, genau. So. Okay, dann kann ich die schon mal fertig schrauben. Okay. Sitzt. Nehme ich nochmal raus. Schraub hier das fertig. Sitzt auch. Genau, die kriege ich jetzt nicht weiter da lang gesetzt. Das heißt, hier müssen die hin. Okay. Boah, sieht gut aus. Und hier hinten... Dann entsprechend die rauf. Ist halt die Frage, ob ich noch weitere für rechts und links brauche. Das wäre wahrscheinlich schon praktisch. Ja, dann haben wir genau eins mehr. Also setze ich hier wieder 1, 2, 3 und einen drunter. So, wie viel habe ich jetzt gebaut? 5 oder so. Ich hau mal hier einfach noch ein paar Triebwerke rein. Produktion, Atmosphärentriebwerke 1, 2, 3, 4, 5.
Antenne kann ich wieder reinsetzen, ne? Auch Nummer 5 hier. Setz sie mal hier so drauf. Das sah doch eigentlich ganz gut aus. Ja. Super, Antenne sitzt wieder. Hier hatte ich das Teil und hier drüben. Hier kommt ja noch so ein Triebwerk rein. Dann kommt hier das hin. Okay, passt auch. Genau, dann kann ich die hier draufsetzen. Und so würde das Ganze dann ausschauen. Das hier vorne gefällt mir eigentlich noch nicht so ganz. Die könnten ich ein bisschen höher sitzen. Und zwar kann ich dazu ja hier einfach noch sowas raufsetzen. Und dann die Teile so bauen. Ja. Genau. Genau, und hier kann ich dann wahrscheinlich noch den machen, dass das hier ein bisschen schicker ausschaut. Okay. Sitzt. Sitzt auch. Gut, dann sollte ich mir jetzt hier langsam mal die Sachen für die Triebwerke rausnehmen. Fangen wir mit denen hier an. Wenn ich mich recht erinnere, müssten das 10 sein, die ich gebaut habe, ne? Also eins vorne, eins unten. Ja, hier hinten, die habe ich noch nicht wieder draufgesetzt. Das heißt, die müssen noch ran. Ja. Und so, ich habe jetzt halt die Frage, ob das ein bisschen überdimensioniert ist jetzt. Aber wenn er wirklich Fracht tragen soll, ist das vielleicht gar keine so blöde Idee, den so ein bisschen größer zu bauen. Mal kurz was gucken. Frachtcontainer. Nehmen mal den mittleren kurz. Wo ist der? So. Könnte ich natürlich noch dran setzen. Habe ich nicht genügend. Noch irgendwo noch die Batterien unterkriegen, ne? Hoppala. Oh, oh, die sitzen da oben drauf. Ach so. Die natürlich auch drehen. Das Ganze so bauen. Ja, auch eine Möglichkeit. Habe ich noch die Möglichkeit, hier eine Batterie mehr hinzubauen, indem ich zum Beispiel den mache. Eins, zwei und hoppala. Drei. Hätte hier dann das, dass ich das einmal... Hoppala, das war richtig schon. So setze. Gucken wir mal, ob jetzt hier oben... Da habe ich schon wieder das unten rausgelöscht. Ob hier jetzt die Triebwerke ranpassen. Muss auch ein bisschen auf meine Spielzeit achten. Okay. Okay, ich will mir zumindest das noch kurz hier merken, dass ich das beim nächsten Mal falsch setze. So. Eins. Zwei. Okay. Oh, so würde das schon funktionieren. Hier kommt da noch einer hin. Und schon hätten wir einen Flieger, der wirklich viel transportieren kann. Ich guck mal kurz rein. Wir haben jetzt hier Volumen von 30
1000 plus ein bisschen Verbinder. Hier einmal hier rüber. Und hier haben wir jetzt Volumen von 3, sagen wir mal 7. Hm. 10. Eins, zwei und auch 7. Warte mal, 7. Das ist ja ähnlich viel. Der kommt hier mit 3 aus. Ich könnte den eigentlich noch ein bisschen länger ziehen. Okay, machen wir Folgendes. Frachtcontainer. Groß. Und damit ich es nicht vergesse, fürs nächste Mal setze ich den hier hinten noch dran. Mal gucken, so. Wäre schon praktisch, oder? Mal kurz gucken. Weiß ich nicht, okay. Könnte das hier noch ein Stück nach hinten versetzen, ein bisschen umbauen. Das mache ich noch in aller Ruhe. Wir haben jetzt schon reichlich überzogen hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Space Engineers. Bis dann, macht's gut!